Moin Moin Kradujane und herzlich willkommen zurück zu unserem neuesten Special Bismarck. Mal wieder ausgepackt, ohne Rumgejammer, heute maximal Leistung. Wir holen das Beste aus der alten Schönheit hier raus. Mit dabei Commander P006 in seiner Bismarck und zwei Messerbösewichte in seiner Tirpitz. Deutscher geht's kaum, ja? Deutscher geht's kaum. Das wird ganz übel. Leute, Fokus auf die Lenin. Der Tracky aus dem Solos-Clan, das wird ganz übel. Das wird ganz, ganz übel. Die Lenin hat jetzt hier Spaß. Eieieiei. Mal gucken. T6, T7, T8. Was willst du mehr? 3 DDs, 2 U-Boote. Das zum Beispiel willst du, dass die nicht da sind. Aber ist egal. Sekundäre ist geskillt. Wir haben 11,5 Kilometer Reichweite mit der sekundären Maximum rausgeholt. Sorry. Hohoi. Resel nicht gerade mit? Resel nicht eben gerade in der Runde dabei? Let's go, let's go. Die wahre Schönheit ist die Tirpitz mit der Norwegen-Tarnung, die einsame Königin des Nordens. Ja. Als die Tirpitz damals rauskam, den Post gibt es immer noch von Wargaming, von der offiziellen Seite. Die Schönheit des Nordens. Irgendwie so hatten sie das da. Die Königin des Nordens, genau. Die einsame Königin des Nordens. Das war so cool. Eins der letzten Schiffe, was ich mir damals selber gekauft habe. Aber jetzt geht's um die Bismarck. Alles Coole, was die Tirpitz hat, haben wir hier nicht. Dafür haben wir aber Hydro dabei. Wer braucht schon Torpedos, wenn man eine Hydro hat? Ja gut, ich hätte lieber die Torpedos, bin ich ehrlich. Aber im Großen und Ganzen Bismarck immerhin das Forschungsschiff. Der Forschungsachter hat seit Jahren keine Liebe bekommen. AP-Nerf, damals hat der Bismarck auch sehr wehgetan. Gerade gegen Zerstörer, wo du deutlich weniger Damage gemacht hast. Sekundäre, der Buff tat er wiederum gut, der Bismarck. Sonst wurde, glaube ich, an der nicht viel verändert. Mal gucken. Oder man spielt Odin und hat beides. Und der noch eine bessere Genauigkeit. Odin hat alles ein bisschen besser. Da stimme ich absolut zu. Aber wir sind jetzt hier nicht Odin, wir sind hier Bismarck mit der Pickelhaube. Hallöchen, Gneisenau. So, erstmal alles daneben zappen. Long Range Bismarck Action. Dann hier Bismarck da drüben. Kannst du sagen, hey, noch einer aus dem Clan? Nee, so cool. 5000. Easy. Nicht schlecht. Immerhin getroffen. Null Durchschläge. Nein, nein, nein. Ich habe Schiff getroffen. Ich freue mich. Aber der Bismarck, man muss die Ansprüche verändern. Ihr müsst euch jetzt allgemein freuen, dass ihr die Schiffe trefft. Damage ist nebensächlich. Die Schiffe rein zu treffen ist schon mal super. Oh, der geht gut rein. 2-3. Feuer war besser. Pling, plong. Das Duell der Götter hier. Er trifft nicht, ich treffe nicht. Stimmt gar nicht, 7000 habe ich schon. Weiter geht's. Die deutschen Schiffe leiden am stärksten unter der Panzerungsänderung aus 2017. Gott, Alter, Opa Tirpitz erzählt wieder. Opa Admiral Tirpitz, damals vom Krieg, weiß ich nicht mal mehr, die Panzerungsänderung. 2017, aber kurz nach dem Start von World of Warships. Kam da draus, 2016? Wo geht los? Damals, vor 2017, da war meine Bismarck noch viel besser. Ich sag's euch. Damals wurde noch zurückgeschissen. Und nicht bloß daneben geschmissen. Oh ja! Weiß nicht, was du meinst. Bismarck hat vernünftige Genauigkeit. Nein, hat sie nicht. Nein, hat sie nicht. Tut mir leid, aber nein. Aber nein, aber nein. Sekundäre! Chopin. Wo war da jetzt die Salve? Wo war da die überkrasse Salve, die den jetzt direkt weggenudelt hat? Da kommt die Odin schon um die Ecke. Der lenkt sogar schon ein. Unangenehm. Blech. Oh, gut, kacke auch noch da. Du wirst ja eklig hier. Du wirst ja richtig eklig. Irgendwie so. Öland hängt hier immer noch. Einer geht rein. Da hätte ich nicht ausweichen können. Unmöglich. Die Sekundäre hat schon zweimal getroffen. Ich freue mich. Ah ne, das war das U-Boot, Leute. Da gab es wieder die Sekundäre. Hey, Wassereinbruch. Das war denn doch nicht die Sekundäre. Oh ja, so fahren wir rum, der Öland. Hält er sich fest? Ne. Das sind U-Boot-Torps. Nur so langsam mal hier eindrehen. Das ist sehr viel. Denn wir haben hier nämlich keinen Support. Wir haben ein U-Boot da hinten am Kartenrand und wir haben einen Fregero, der hat den Cap geholt. Da freue ich mich aber drüber. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Schöner wäre es jetzt aber gewesen, den zu töten. Den DD da, die Öland. Das wäre sehr wichtig gewesen, dass der wegkommt. Scheiße.
und wieder unsichtbar. Ganz schön Tarnwert, die Bismarck. So viel zum Tarnwert. Brand sei Dank ist das jetzt auch schon gleich wieder nichtig. Da ist die U-Boot-Kacke direkt vor mir irgendwo. Airborne. Airborne. Hallo. Komm, lass mich ihn treffen. Es ist so unbefriedigend, gegen diese scheiß DDs zu spielen. DDs sei schon, gegen die U-Boote zu spielen. Es ist so unbefriedigend. Da musst du eine halbe Minute auf diese Kacke warten, um das da hinzuschmeißen, denn einfach nichts. Wenn der Mist trifft im Wasser, müsste der dir wenigstens in etwa so eine Richtung anzeigen, wo der DD vielleicht ist. Der DD sei schon wieder das U-Boot. Ist eine Nahkampfsau. Absolut richtig, auch nicht, wenn da vorne ein U-Boot steht. Das U-Boot hat Potenzial, mir mein halbes Schiff mit einer Salve da wegzukloppen. Da ist leider nichts mit Pushen. Würde ich gern, aber geht leider nicht. Zumal ich hier das einzige Schlachtschiff bin. Das kommt noch dazu. Odin, Odin, Odin. Odin, Odin. Da soll er sein. Machen wir mal dahinter. Der steht jetzt bestimmt dahinter. Der fährt bestimmt nicht dichter ran. Der fährt jetzt rückwärts weg. Den treffe ich jetzt. Pass mal auf. Und pause down. Gut, das war zu klar. Der hatte so wenig Leben bloß noch. Und... Wassereinbruch. Yeah. Der braucht schon normalen Damage. Aber immerhin. Immerhin, immerhin. Hi, Odin. 440. Cool. Tolle Salve. Submarine lurking nearby. Der war ja lang zu sehen. Warte mal, ich komme da nicht mehr an. Das ist hier Öland, der hat geheilt. Scheiße. Jetzt verlieren wir gleich Kegiro hier, wenn es so weitergeht. Ah, oh, Dreck. Quasel, komm, kill die Öland. Nee, kann dir keiner helfen. Da kann dir leider keiner helfen. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Shit. Oh, Öland kriegt von der Seite noch. Aber es reicht nicht, es reicht nicht. Öland halt gegen. Scheiße. So, U-Boot-Kack ist da irgendwo. Probieren wir es nochmal. Und ist hier bloß am Fighten gegen die Ds und U-Boote. Meine Fresse. So, Odin, jetzt hast du ein Problem, mein Freund. Jetzt hast du ein Problem. Warum soll das angeblich in die Insel reingehen? Ich weiß es nicht. Oh, Flächenschaden, wir haben das U-Boot mal getroffen. Ich freue mich. Sekundäre. Und Sekundäre macht ihn klar. Treffer, 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 Treffer. Aha, cool. Sekundäre! Woo! Sekundäre, Sekundäre. Sekundäre? Hallo? Haha! Da muss man ein bisschen nachhelfen. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Ah! Geh weg! Socks! Geh weg, geh weg! Oh, time to shine, Bismarck! Time to shine! Bismarck ist daneben rotzen. Was denn hier? Was hockt denn hier? Pitadelle, schönes Ding. Was ist denn hier drin und gibt mir einen Sack? Z39 eiert hier noch rum. Gut, dass ich gerade die Hydro gestartet habe. Gehen wir mal gucken. Das sieht Jervis. Jetzt habe ich ein U-Boot hinter mir und ein DD vor mir. Der hat mich eiskalt schon zweimal mit abgefackelt. Ah, Jervis, nimm meine Sekundäre. In your ass. Face. Bong. Our victory is self-evident. Bong. Repairs complete. Bong. Immer so ein schönes Geräusch von der Hydro. Der hat volles Leben. Breitseitenwenne. Torpedos in our way. Breitseitenwenne, das ist ja auch ein Name. Torpedos ahead of us. Er pusht. Noch mehr Torpedos? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Techno.
30. Der will mich wegrammen. Boing. So, leicht kriegst du den Stuhlkopf. Easy peasy. Der natürlich noch einen Wassereinbruch verursacht hat. Easy. Stuhlkopf mit der Bismarck. Krieg jede Runde. Was war denn seine Mission? Maximal Damage gerade noch machen. Er kam nicht mehr weg durch meine Hydro. Er wäre nicht mehr weggekommen. Ich hatte HE geladen. Ich hätte ihn jetzt relativ schnell rausnehmen können. Juridisch. Er wollte jetzt maximal Schaden machen, vermute ich mal. Aber so wie er gepusht hat, er hätte dann die Torps auch später nutzen können. Rein theoretisch hätte er mich mit den Torps auch einfach wegmachen können. Ich glaube, er wusste gerade selber nicht so recht, was er da machen möchte. Wassereinbruch ist äußerst logisch. Hallo, da kommt so ein kleiner Scheiß-Zerstörer an. Der hat bei mir abzuprallen. Das muss Plong machen. Dann liegt er da 3 Meter weiter. Jervis, Jervis, Jervis. Ich und meine Jervis. Flieger, such! Bah! Flieger hat gefunden. Leider nicht das, was ich wollte. Und wieder ein Wassereinbruch. Flieger, Flieger, such, such, such. Gut, ich könnte Jervis jetzt hier doof hinterherfahren, aber das bringt ehrlich gesagt gar nichts. Abprallen wie das Nudelholz, wa? Das prallt nicht ab. Da hat der Brainhaft Junior schon für gesorgt, dass das nicht abprallt. Cool. Gib mir mal einen Moment. Gib mir mal einen Moment. Und jetzt kommt die Salve des Tages. Tschüss, Jervis. Kill Nummer 3. Unerwartet gut getroffen. Unerwartet gut getroffen. Gerade der D-Killer. Gleich hat mich noch beschossen. So, cool. Dann brennen wir mal wieder. Haben wir wieder einen Wassereinbruch. Gefühlt die ganze Runde über schon. Langsam ist es nervig. Auf, wenn der mich... Nee, der ist dahinter. Ich kann nicht schießen. Effekt so eingelenkt, dass die hintere Türme nicht mehr schießen konnten. Our spotter returns. RNG aufgebraucht für heute. Ja, ich glaube auch. Ja, würde ich mal sagen, GG. Geile Runde. 73.000. Damage-technisch war nicht viel dran. Aber ganz ehrlich, ich habe bloß auf DDs und U-Boote und sonst was hier geschossen. Wieso triffst du mit dem Schiff? So viel Salven, wie ich abgegeben habe. Und ich habe 41 Treffer. Davon sind 10 nicht durch Schläge und Abprall, also eigentlich bloß 31 Treffer. Ist das Treffen? Nicht wirklich. Ich meine, die Idee habe ich getroffen mit meinem Schiff. Boah, 1700 Grund IP. Guck's dir an. Guck's dir an. So macht Spaß. Gatschalon wir mal. 1800 Grund IP. Schönes Ding. Wo ist er denn, der Reisel? Den können wir auch mal loben. Der Reisel hat sich ein bisschen zu weit nach vorne getraut. Das war doch nett. So. 2 Messer Bösewicht. Und Commander, danke fürs Mitkommen. Gut gespielt. Gott, Entschuldigung. Jetzt mit dabei der Shinobu und der T-Lion. Hab immer noch, ey, ist jetzt 14 Tage, bin ich jetzt schon so halb krank. Also am Anfang extrem, aber jetzt ist es bloß noch so ein bisschen abflachend. Aber ich krieg diese scheiß Gekratze aus meinem Hals nicht weg. Stundenlang ist nix und auf einmal hast du hinten so ein ist ekelhaft. Ich sollte weniger reden. Ich sollte einfach weniger reden. So, achso, was ich euch zeigen wollte, für alle, die bei YouTube gerade zuschauen und natürlich auch hier bei Twitch. Das sind die Module, die ich verbaut habe. Ich habe tatsächlich die sekundäre ausgebaut. Es ist eigentlich völliger Schwachsinn und lohnt sich nicht wirklich. Aber wozu sollte man die Schiffe sonst spielen? Bin ich ganz ehrlich. Meine Kapitänsskillung sieht so aus. Den Skill könnte man vielleicht noch irgendwie mit reinnehmen. Müsste man auf eins der Beine verzichten und... Bin ich kein Fan von, daher spiele ich so tatsächlich ohne Brandschutz. Ja, die anderen beiden Skills sind mir persönlich wichtiger. Gerade die Tarnung. Viele, die sagen, Tarnung ist Schwachsinn, aber nein, ist es nicht. 12,9 komme ich an den Gegner ran. Dann sind es noch 1,4 Kilometer, bis meine Sekundäre arbeitet. Würde ich Tarnung nicht mitnehmen, hätte ich 2-3 Kilometer vor mir, die ich irgendwie erstmal noch fahren müsste. Ist an sich ganz geil. So, Reichweitenflieger einfach, um besseren Schusswinkel zu haben an manchen Inseln. Hydro können wir nicht ändern. Hier haben wir das Sekundärmodul noch mit eingebaut und der Rest ist, glaube ich, selbsterklärend.
Highlight bei der Bismarck. Wir haben unglaublich viele Tarnungen, wenn man seit Ewigkeiten spielt. Ich habe derzeit die drauf vom Meeresgrund Bismarck. Schick. Ja, mit Einschussloch. Da kann man sogar durchgucken. Guck mal. Das kannst du sogar hinten. Sieht man das? Kleine blaue Haus da im Hintergrund. Sieht man durch das Einschussloch gerade durch. Voll cool. Dann haben wir noch die letzte Bezwingung Bismarck. Ist die gleiche Tarnung, nur in Schick, ohne Loch. Auch verdammt cool. Dann haben wir noch die Warg Bismarck. Die kann man mögen, muss man nicht. Sieht aus wie Genji von Overwatch vorne, der eine Helm von dem. Eine der ersten Halloween-Tarnungen, die sie so gemacht haben. Da haben sie sich noch nicht ganz so viel Mühe gegeben. Ich meine, das hier hinten sieht cool aus, wie das Deck hier so nach oben gedrückt wird. Aber da haben sie immer das Grundschiff immer so gelassen. Wäre viel cooler gewesen, hätte sie dem Ganzen ja auch noch so einen richtig überfaulten Schimmer so gegeben. Finde ich nicht besonders schön, die Halloween-Tarnung. Dann gibt es noch die historisch korrekte Bismarck-Tarnung. Schick. Historisch korrekt, ja. Dann gibt es noch die unsinkbare Sam-Tarnung. Da bist du ganz in Schwarz gehüllt. Und auf deinem Schiff läuft für mich nicht alles, täuscht dir auch irgendwo eine Muschi rum. Entspannt bleiben, eine Katze. Ihr kleinen Nerds, ich weiß ganz genau, was ihr gerade gedacht habt. Wenn mich nicht alles täuscht, sobald man die Tarnung draufklatscht, hat man hier irgendwo eine kleine Muschi. Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist sie. Siehst du? Da geht sie. Da geht sie lang spazieren. Kackt und pisst da gerade überall hin. Gerade hingesetzt und dabei irgendwie schwebt die Katze. Oh, guck mal, liegt sie auf dem Rücken. Oh. Jetzt putze sich an einer Stelle, die wir uns... Kann ich dich da ranzoomen? Jetzt rennt sie weg. Oh. Und die Katze hättest du nicht erwähnen sollen. Jetzt klickt jeder das Video weg. So schlimm. Dann gibt es noch die gotische Tarnung für die Bismarck. Auch ganz schick. Drück mal N. Mach ich. Orgelgespiel. Schick, wa? Historisch korrekt. Kruppstall war alle, die Kirchenglocken waren weg, da musste halt der Rest von der Kirche auch noch abgebaut werden. Ja, ja, so war das damals. Hier, der deutsche, die deutsche Reichsmöwe, erkennt man sofort. Dann gibt es sogar noch eine Brute der Vergessenheit. Das macht jetzt einen Sprung hier, mit ihm da drauf. Wer auch immer er ist. Wer auch immer er ist. Irgendein Fiesling. Beim Kurfürsten war ja der nicht Optimus. Ist das auch der... Ist das Megatron? Okay. Das war auch Megatron? Megatron war doch beim Kuhfürsten drauf. Das ist ja der Comic-Megatron, ne? Der sieht ja so anders aus. Ah, wieder was gelernt. Und dann gibt es noch die für 3000 Dublonen die Tarnung, die klassische Bismarck. Wo auch immer ich die noch nicht hatte. Die sieht der irgendwie sehr ähnlich. What the fuck? Das ist die historische, das ist die klassische. Sieht komplett gleich aus. Dafür kann 3000 Blumen so gehen. Mit der Alternativtarnung. Jetzt haben wir die mal gesehen, alle. So, mit welcher möchte ich jetzt fahren? Ich nehme die hier. Mit dem Miezekatze drauf. Klick. Die ist dunkler. Ja, aber minimal. Komm. Das ist fast die gleiche 1:1-Tarnung. Das hätte ich auch anpassen können. Ganz ehrlich, da wäre ich Paint aufgemacht, hätte den Gamma-Regler ein bisschen nach da verschoben und zack, fertig. Weiter geht's mit der Bismarck. Zweites Ründchen geht noch. Mit der Katze geht's sofort unter. Was habt ihr gegen Katzen? Sag mal, hallo? Vorne war keine helle Stelle mehr. Wenn du diesen Halbkreis an der Seite meinst, der war noch da. Rote der Vergessenheit, hat man bei der Tarnung an dich gedacht? Das habe ich vergessen. So, let's go. Die 9 Runde, 2 Uhr, nee, die 10 Runde sogar. Der Matchmaker hat jetzt echt einem T10 U-Boot-Fahrer ermöglicht, gegen 8er und 9er nur zu spielen, ohne andere 10er. Okay. Geil. Ich liebe es. Gib die Karte aber nicht. Fahr mir hin. Soyuz Missouri sind da, wir müssen bei D helfen. Was muss die Norker? Das sind die 3 Achter jetzt hier gleich bei D.
Katze ist eventuell zu schwer. Blub, blub, hallo. Die kleine Muschi. War eine ganz kleine Muschi. Eine ganz, ganz kleine. So. Jetzt muss ich hier gleich mal kurz gucken. Ich muss mich mal bedanken. Alter, was hier alles reingekommen. Was habe ich hier schon wieder alles übersehen? Was habe ich hier übersehen? David hat Neo auf einmal mit Garros hatten wir. Artorius hatten wir 5 Monate. Chromstange, danke für deinen 9 Monate Twitch, Baby. Wünsche euch immer schön, euch immer zuzugucken. Schönen Abend noch. Dankeschön, Chromstange. Rebiator, danke für den Sub 14 Monate. Belgier, 8 Monate. Erkos, 9 Monate. Eisprinz, 19 Monate. Paganini, 2 Jahre jetzt schon. Dankeschön dafür. Scammelige Toast, 16 Monate. Macht Tim, 11 Monate. Gamera, 20 Monate. Huhu, schöne Grüße aus Kanada. Und danke, dass ihr mich vom Lernen abhaltet. Kappa, Spaß auf eine weitere fröhliche, auf weitere fröhliche Jahre. Gamera, danke. Dankeschön. Ich hoffe, bei dir läuft es in Kanada. Duckerman, dafür den Sub 10 Monate. Juhu, zweistellig und kann gar nichts. 9 Monate. Und der Runner eben noch hinterher mit 13 Monate. Dankeschön. Merci, merci. Auch vielen Dank an alle, die bei YouTube die Kanalmitgliedschaft dann nutzen. Ist ja auch so ein Abo-Modell da auf YouTube. Da sind sogar auch schon über 10 Leute, die das mitmachen. Vielen lieben Dank dafür. Deine Katze? Du hast den Trümmer doch gesehen. Was? Ein Trümmer? Hä? Was? Würde was von der Katze übrig bleiben, wenn sie sich während des Abfeuern der Geschütze in einem der Rohre befinden würde? Ich glaube nicht, nein, ich glaube nicht. Und ist es auch kein Zeichentrickfilm, wo die Katze denn auf der Granate da mitfliegt? Nein, nein. Da wäre, glaube ich, Moos bloß noch draus. Da würde man, glaube ich, nichts finden. Gar nichts. Der Druck allein davon würde die wahrscheinlich schon völlig pulverisieren. Völlig zermatschen. Ein Fleck vielleicht. Ein Muschifleck. Was? Genau. Hallöchen, Mogami. Sniper Bismarck ist wieder am Start. Asien Yang 190 ist hier. Yuku muss dann hoffentlich erst drüben. Okay, 250 Dings ist auch da. 2501. 250-1. So, jetzt haben wir es. Ein Katerpult. Der war nicht schlecht. Der war gut, der war gut. Bisschen katzenfeindlich, muschifeindlich, aber war gut. Namogami, guck mal, das ist eine Insel. Boing. Wird eiskalt in dem Moment unsichtbar, ne? Wo er da festfährt, eiskalt, wirklich in der Millisekunde. Aber der geht trotzdem rein. Zitadelle, schönes Ding. Nicht mit dem Krado, nicht mit dem Krado. Da kommt eine Iowa. Ja, ja, ja. Und ich brenne. Selbstredend. Selbstredend. Und schon, meine Freunde, sehen sie gar nichts mehr. Udring! Kommen nämlich gleich Tops von der Seite. Das wird sehr unangenehm. Und die Mogami ist wieder aufgegangen. Du willst mich doch verarschen. Doppelbrand. Also wenn ich was kann, dann ist das brennen. Aber so richtig. Ich dachte, die Mogami bleibt jetzt zu. Hab jetzt nicht damit gerechnet, dass sie Friesland Vollgas gibt. Aua, aua, aua. Fronta. Ach Gott, beide Neuner sind auch noch hier. Scheiße. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Das Problem ist nämlich da hinten. Der spottet uns die ganze Zeit von der Seite. Das ist nervig. Guck mal hier auf die Karte. Die ganzen U-Boot-Dinger. Ich glaube, unser U-Boot ist tot. Ich habe da so ein Gefühl. Ich glaube, unser U-Boot ist gleich Geschichte. Ja, noch lebt er? Hat er überlebt? Okay. Ich bin endlich wieder unsichtbar. Also, Yen Yang fährt weiter weg, ist gut. Ah, es ist so fett. Ich krieg's nicht weggetankt. Iowa ist zu krass. Die 406er, es tut zu doll weh. Das funktioniert nicht, schade. Aber damit du so richtig einsetzen kannst, die Bismarck, musst du halt eigentlich so ran. Aber es funktioniert nicht. Das ist zu krass. Aua, aua, aua. Mugami ist leider weggekommen. Norka ist noch da hinten. Pommern kommt rüber. Soyos kommt rüber. Beide kommen rüber. Interessant. Das ist tatsächlich sehr interessant. Gucken wir doch mal, ob wir hier gleich noch ein bisschen Action machen können. Glaub nicht wirklich dran, aber... Wäre wieder so eine bescheidene Runde. Der U-Boot hat überlebt. Und der pusht da weiter rein. Der macht richtig Druck. Hoffe ich mal nicht, dass er mit Pinks und Co. nochmal arbeitet, weil sonst hat er da gleich ein Problem. Ah, machen wir jetzt? Damit keine Idee hier, der Hasien Yang irgendwie mal attackiert. Wiesler will abhauen. Ja, bin gleich instant spotted. Scheiße. Hasien Yang hängt hier genau vor mir noch irgendwo. Hydros aus. Hallöchen, Delaware.
Man muss hoffen, dass jetzt das gut gar nicht hingefahren. Leafland steht da. Yes, 2-3. Schöne Salbe. Long. Nee, hilft nichts. Wir brauchen Abstand. Ich versuche lieber Richtung Mitte zu fahren. Von da aus nochmal 2 geben. Kann ich nochmal auf Discord die Clips posten, die ich aus dem Stream gemacht habe? Bin zu doof, das zu finden. Corvus, wenn du allgemein den Clip beschriftet hast und für unser Best-of-Twitch-Clips-Format, brauchst du die nicht extra da posten. Brauchst du da bloß posten, wenn du die da direkt irgendjemanden teilen möchtest, um zeigen, etc. Ich weiß gerade nicht, wie der Channel heißt, aber der ist auf jeden Fall da. Wassereinbruch verursacht. Yeah! Gut Team. Kein Sarkasmus, er meint das ernst. Das ist kein Sarkasmus. Ist unspielbar hier. Hasieni macht uns von der Seite auf, U-Boot macht uns da vorne auf. Unser DD ist abgehauen, wir haben nicht einen mehr, der spottet. Das ist so dämlich. Wie kann man da jetzt als Friesland wegfahren? Was soll dieser Schwachsinn? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass der da jetzt so abgehauen ist. Vor allem, was will er denn angreifen? Die Türpitz da? Der gejagt wird von der Kostak und der Salmon? Wie er spottet? Also hier haben wir auf 12.9 dran. Pass bloß auf hier. Oder U-Boot. Oder U-Boot da irgendwo. Der muss da vorne schon irgendwo. Ah, nee, der hängt da hinten. Hinten hängt der noch? Ey, wer hat mich der gerade gespottet? U-Boot hat mich gerade gespottet hier von der Seite. In dem Radar von der Cleveland. Radarsymbol war aber nicht dabei, oder? Ruth, danke für den Sub. Willkommen in der Crew. Dankeschön dafür. Merci, merci. Wer spottet? Bin nicht mehr spottet. Spiel, du verwirrst mich. Wenn wir den mal zu treffen, hoffen wir, dass er nicht schnell genug jetzt mitschießen kann. Also zurückschießen kann, nicht mitschießen. Und der schießt dann zurück. 4-9. Hauptsache weniger als 4-9. Nicht so viel. Oder perfekter Erfolg. Ah, war ein guter Trade. Deutscher Trade. Bismarck hat hier natürlich auch hergeguckt. Ja, natürlich hat die Bismarck hierher geguckt. Warum zum Piep hast du hier in die Mitte geguckt, Bismarck? Was? Hier ist doch gar nichts. Außer die Soyuz. Ah, die haben die Soyuz. Wie ist die Soyuz gleich tot? Warum hat der bestimmt umgedreht? Wer hat den denn so behagt? Hallöchen, Cleveland. Ah, Sekundäre. Yeah! Das ist der Moment, da geht die Bismarck richtig ab. Das ist steil, die Bismarck. Die geht steil, sag ich euch. Ein Sekundärtreffer eben. Ein. Zwei. Oh, ja, noch einer, ne? 1+1, 2. Und das war's. War kein Damage. Sekundäre Junge. Hey. Hauptbatterie hat auch nicht getroffen. Hey. Aber hier auf der Flanke fühle ich mich doch jetzt gerade schon ein bisschen wohler. Jetzt können wir auch ein bisschen versuchen anzugreifen. Ich meine, die Gegner werden völlig weggestampft. Stationären Schwachsinn machen die da. The Pommern ist da. Von der Türpitz gekillt. Krass. Der ist ja gerade nach vorne gepusht, ne? Okay, erklärt's natürlich. Oh, muss noch nicht zu siegessicher sein hier. Team Grün versucht alles die Runde noch wegzuschmeißen. Und Team Grün kann das gut. Riesland, nice. An der Bismarck-Sekundären jetzt gestorben. Hammer. Da ist er von uns extra weggefahren, um nicht mehr zu spotten, nur an der Bismarck. An dem einen Schiff, was hier unten war, zu sterben. Sehr gut. Ah, Schmerz. Einfach nur Schmerzen. Delle, 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 wer. Delle, 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 wer. Was ist das noch vom Winkel? Keine Ahnung, wir probieren es mal. Sekundäre kann die Bismarck ein bisschen ärgern, das ist gut. Nee, das passt nicht mehr vom Winkel. Scheiße. Türpitz B ballert hier. Oh, 20.000. Shit. Der Winkel war zu gut. Bismarck muss unbedingt sterben. Das, dann kann ich da nämlich richtig wieder einlenken. So, machen wir so Cleveland weg. Aui, aui, aui. Wenn der mich nämlich auch noch von der Seite behackt, dann hab ich ein Problem. Also hier die Bismarck, meine ich. Guckt der zu mir? Der guckt nicht zu mir. Damit löschen. Die Türpitz-Salve war ja übel. Das tat richtig weh. U drücken. Ich wüsste nicht warum. Wieso, weshalb, warum? Oh, der war auch gut.
Und Türpitz, was machen wir jetzt? Türpitz hat 6 Kilometer Torbreichweite, kommen wir nicht mal an den an. Sekundäre kannst du auf 2 Ziele schießen. Heilung in der Minute, das ist ein Problem. Türpitz muss jetzt erstmal wegfahren, damit wir unsere Ruhe haben. So, schönes Ding. Und ich bin unsichtbar. Sekundäre kann jetzt schießen, ohne dass ich spotted bin. Oh, ich bin wieder spotted. Alles klar. Konnte ich lang genießen. Oh, ich bin wieder zu. Alles klar. Nee. Hallo, Sekundäre? Ah, der eine Turm schießt noch. Schön. Sekundäre. Die Tür ist genau als die Bismarck? Nö. Der hat bloß richtig Lack gehabt und der Winkel war optimal. Den habe ich nicht kommen sehen, weil der über die Insel darüber geballert hatte. Den hatte ich nicht mehr mit eingeplant. Das tat ganz schön weh. Aber hat funktioniert irgendwie. Hätte schlimmer laufen können. Mach mal 6 Kilometer in die Türpitz ran. Nein, mach ich nicht. Hatte schon einen Grund, warum ich da geblieben bin. Das hatte schon seine Gründe. Knock her down. Krass, stimmt. Echt nur alle weg von uns da. Yeah, richtig bestraft. 3000. Ich hoffe, dass der mich nicht gleich noch raus. Nee, der guckt nicht mehr her. Ich bin mit Drehen schön lange. Das ist sehr gut. Schuss angespannter Bizeps, helle Hautfarbe. Was? Ocelox, danke für die 1000 Bits. Viel Spaß in deinen Runden und guten Schuss. Er hat so einen Arm-Smiley gepostet. Angespannter Bizeps mit weißer Hautfarbe hat der die Vorlesebot da gemacht raus. Alter. Das war gut. Ocelox, danke schön dafür. Habe ich auch sogar 2 davon. Helle Hautfarbe und angespannter Bizeps, immer. Merci dafür. Vielen lieben Dank. Bis übrigens Platz 2 jetzt dadurch bei den Bitzern. Wir haben 3 Leute Platz 1 mit 2000 und die 3 Leute Platz 2 mit 1000. Verrückt. Verrückt. Was hier ist, wenn du die Katze schießt? Dann macht's Miau. Ganz laut. Und die Gegner sterben sofort. Und Peter ruft an. Und irgendwer klebt sich an mein Auto. Da ich das letzte nicht möchte, werde ich es nicht machen. Tut mir leid. Tee? Nö, jetzt nicht, Jonas. Ich habe Kaffee gerade getrunken. War schon. Alles gut. Dürfte ich denn hier... Jetzt wird der unsichtbar. Du willst mich doch trollen, oder was? Ich fahre wie der letzte Hampel... Oh, maximale Energie. Oh, Eshidobo, was geht? Wir haben gleich gewonnen. Ach ja, wenn man die Bismarck ein bisschen vorsichtig spielt, dann funktioniert es. Dann funktioniert es wirklich ganz gut. Wenn man diese Zeiten, dass man reinpusht und den auf allen Seiten und du hast die denn und alle so gut wie gleich down und. Es ist halt schon lange vorbei. Geht der einfach Kerzen geradeaus weiter? Scheint so, ne? Probieren wir mal. Udrücken. Ha! Torpschuss aktiviert. Shinobu schneller. Scheiße. Oh. Die Wasserbomben haben nicht getroffen. Oh, ich liebe das mit den U-Booten. Ich liebe es. Wir haben die... Ja, natürlich. Er warbt sich hier Kilometer nach rechts. Zu mich verarschen, oder was? Als ob das nicht getroffen hat. We stand wie zufrieden sie sind mit der... Ich war zufrieden. Überhaupt nichts zu meckern. Bis auf den Rest, also das letzte eben am Ende, das war Schwachsinn. Aber sonst kann ich mich nicht beschweren. 1700 Grund EP. Schöne Runde. Habe ich nicht mit gerechnet, dass wir uns nochmal erholen von dem Scheißstart, aber hat funktioniert. Die 69 Sekundärtreffer haben ganze 13.000 Damage gebracht. Aber 8.000 Damage durch die Abfackler noch. Knappe 21.000. Kann man schon fast sagen, ist okay. Ich meine, sonst hätte ich voll auf Überleben geskillt. Damage-technisch hätte sich nichts verändert. Aber ich hätte halt am Ende wahrscheinlich mehr Leben gehabt. Naja. 20.000 Spotting-Damage, 1,8 Millionen weggetankt. Der Delaware 31.000 gedrückt hier. Cleveland 5,9. Türpitz 28.000. Mogami 12.000. Überall so ein bisschen Kleckerschaden. Hat sich alles summiert. Iowa 27.000. Boah, Türpitz B. 29.000 hat er gedrückt mit 20 Treffern. Davon war eine Salve allein, hat bei mir 20.000 gemacht. Aua. Schöne Runde.
schönes Ründchen. So. Klick, klick, klick. Dankeschön fürs Mitkommen. Und ich würde sagen, eine letzte Runde spielen müssen wir noch. Waren wir ja immer so 2-3 Runden. Aber die waren jetzt zu gut, die Runden. Wir müssen jetzt einmal noch richtig auf die Fresse kriegen. Das passt immer nicht. Kann nicht sein, dass man bloß so geile Runden hat. Da fehlt immer diese eine Runde, wo du so richtig angeschissen wirst, wo bloß T10. Wir sind jetzt die einzigen Achter gegen nur Zehner. Irgendwie sowas will ich jetzt. Tarnungswunsch? Kannst du mal die Kirchentarnung der Bismarck als nächstes spielen? Gerne doch. Das ist ja mal ein guter, passender Wunsch. Lopp. Die Kirche. Raisin für dich. Die Kirchentarnung. Warte. Tada. Let's go. War echt toll die Runde. Ah, Shinobu. Ärger dich nicht. Wenn sich jemand an mein Auto klebt, werde ich mal rausfinden, wie schnell der neben mein Auto herlaufen kann. Und wenn er sich auf der Motorhaube klebt oder auf der Windschutzscheibe, was machst du dann? Was machst du dann? Oder er klebt sich an die vordere Tür und an die hintere Tür und dann kriegst du die Tür nicht mehr auf. Da, jetzt haben wir das, was ich brauche. T10. Bismarck versus Kremlin. Das sind die Runden. Das ist Spaß. Jetzt geht's ab. Aber nur zwei DDs. Kein CV. Ein halber. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. So, ich habe die Küchentarnung verstanden. Wäre vielleicht was für Gradoline. Psst. Nee, die ist nicht da, die ist arbeiten. Mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter. We must be free. Not because we claim freedom. Scheibenwischer an. Nicht mal 9er Match, direkt auf 8, auf 10 Matchmaking wieder top. Ja, absolut super. Aber hey, ihr dürft ja nicht länger als 10 Sekunden auf eine Runde warten. Denn hört ja jeder auf mit World of Warships. Ich würde sogar 40 Sekunden auf eine Runde warten, wenn ich so einen Schwachsinn hier nicht hätte. Dadurch war heute den ganzen Tag Top-Tier und jetzt mit dir das. Lugabi, das ist eindeutig dann deine Schuld. Du hast nämlich deine ganze Top-Tier-Matchmaker-Energie verbraucht. Und wegen dir haben wir die Scheiße jetzt hier. Danke, Lugabi, danke. Wenn du auf der Motorhaube klebt, dann erstmal auf der Autobahn testen, was das Auto hergibt. Da siehst du ja nichts mehr, denn ist ja auch doof. Und auch so dickere Klimakleber, den siehst gar nichts mehr. Also schwierig. Schwierig. Sehr schwierig. So, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Zeigen, danke für den Zap übrigens. Ein weiterer Monat auf bessere Runden verbannt. Die Abschlachtdrohnen. Wäre schön. German Ghost, 2 Jahre jetzt schon. Dankeschön dafür. Remmel, danke für den Zap. Willkommen in der Ticker-Crew. Dankeschön. Let's go, let's go. Machen wir gleich wieder ein bisschen dichter ran. Das ist die einzige Chance, die ich habe, gleich am Anfang hier ein bisschen Damage mitzumachen. Wenn wir hier anfangen zu snipen auf unseren 21 Kilometer, brauchen wir nicht. Lohnt sich nicht. Bist du froh, wenn du die Schiffe triffst. Das lohnt sich leider nicht. Daher lieber gleich eine Position einnehmen, wo eventuell die Sekundäre die DD schon erwischen könnte. Wo man Breitseite irgendwelche Schiffe erwischen könnte. Denn die Geschwindigkeit hier von der Bismarck kann man ruhig auch mal ausnutzen. Könnte man sich glatt überlegen, den Skill noch mitzunehmen. Dass man, wenn man unentdeckt ist, dass man schneller fährt. Man noch schneller an so eine Schlüsselposition hier rankommt. So, Yu Yang, mach mal auf. Ich bin schon spotted, das ist jetzt doof. Ich drück mal U. U wie UFO. Yu Yang fährt da nicht rein. Ach, wie schön. Ach, wie ganz toll. Also fress ich jetzt hier von allen. Oh, da ist schon die Kremlin. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Werde ich jetzt hier von allen fressen und bin der Einzige, der spotted ist. Das ist ja ein Traum. Guter Start, das ist ein richtig guter Start. Gucken wir mal so, als ob wir da irgendwas machen könnten. Ach, jetzt hatte ich die Napoli geschossen. Au. Doppelbrand. Yes. 2 Abpraller. Yes. Oh, schön, da sind sie die T10 rum. Jetzt wird's geil, Leute. Jetzt wird's richtig geil. Gut. Beide ziehen es. Ich fahr mal weg. Es ist wieder, ne? Wie in der letzten Runde. Die ganzen Achter sind jetzt den Zehnern gegenübergestellt. Was soll denn das? Gut, Marseille und Yu Yang, ja gut, sind ja auch 2 Zehner. Aber die Vermont müsste, es müsste doch zu 100% das eine T10-Schlachtschiff gegenüber dem anderen T10-Schlachtschiff stehen. Was soll denn das? Wie sollen wir denn hier eine Kremlin klein kriegen? Nun gut, und weiter geht's. Weniger jammern, mehr Damage kassieren. War schon mal ein guter Start. War schon mal ein guter Start. Die fand ich mal so weiter. Gut, bei dem hätte ich eh nicht viel machen können. Ob die Sekundäre da jetzt daneben geballert hätte oder nicht. Krado tot in 3-2. Oh, konnte nicht zu Ende zählen. Hallo? Krado holt jetzt erstmal B hier. Ich werde gleich spotted sein durch die Masso. Das ist ätzend. Es steht immer noch da.
Probieren wir es mal. Moskau von drüben könnte mich jetzt gleich beschießen. Masso, komplett verfehlt. Nice. Ich stehe komplett Breitseite zu allen, die da eventuell noch sind. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nee, sind alle da. Mitte ist keiner von den Gegnern. Angenehm. Ich bin der Krado. Dann wären wir jetzt mal wieder uns. Ich baue und hole den Cap. Er hat nicht auf mich geschossen. So, Prinz Eugen wird wahrscheinlich herkommen. Würde ich jetzt persönlich machen. So Bock auf die Kremlinder jetzt zu schießen. Winkel ist... Nee, der Winkel ist nicht gut genug. Müsste noch ein bisschen mehr einlenken, damit ich da eine gute Chance hätte, Damage zu drücken. Mit dem BB-Captain. Ja, wenn die Zerstörer nicht... Die sind beide tot. Beide Zerstörer tot. In 4,5 Minuten. Cool. Haben wir da eine Hasienyang und eine Maso, die Enrage gehen können? Und unsere DDs sind echt beide schon tot. Es ist ja wohl ein Joke. Es ist doch ein scheiß Joke. Gut, ich habe meine 800 Grund-IP sicher. Fahren wir mal weiter. Oh, aua, aua, aua. Ja. In der 8. Runde müssen wir anders spielen. Ist da, wo Richelieu und Kogat stehen, brauche ich nicht stehen mit dem Bismarck. Das bringt nichts. Oh Gott, Typhoon, pass bloß auf, falls du der Captain fahren willst. Pass bitte auf. Mach es besser nicht. Ich bin spotted. Okay. Bin nicht mehr spotted. Okay. Ich gerade so, hey. 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 Jetzt sehe ich, sei da drin. Also hier von der Seite reingefahren war. Ja, der kann mich doch nicht gespottet haben. Volle Breitseite, Nebraska. 2 Treffer, 2000 Damage. Yes. Ah, die Massos hergekommen. Interessant. Pedos sind schon zu sehen. Oh, 1000 Damage mit der sekundären Gräuel. Da kannst du ja gar nicht meckern. Was los, Masso? Kacke? Die kleinen Achter nehmen dich auseinander, wa? Was los? Was los, Masso? Hauptbatterie liefert mal wieder. Bams! Weg das Ding. Ein Zehner weniger. Easy. Die Moskau farmt mich jetzt hier mit AP ab. Echt jetzt? Haben wir auch, Leute. Vermont, hallo. Moskau mal beschießen. Dann mal so raufhalten. Okay, das war nix. Und so schnell nimmst du mal so raus. Mit Achtern. Wo ist Problem? Ach, scheiß auf. Auf da jetzt. Kein Bock hier. Schon viel zu lange. Die Runde geht 6,5 Minuten. Ich habe ja noch nichts gemacht. Das ist der Grund, warum ich so oft tot bin mit meinen Schlachtschiffen. Relativ schnell. Da habe ich keine Geduld. Wenn ich gleich Desmo-Co spiele, wenn ich hier in der Insel rumtummeln will. Ich will da Matsche machen. Oh. Nein, doch. Oh. 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 Auf zu. 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 Yes, ein Treffer, 1000 Schaden. Yes. Weiter geht's. Weiter geht's. Sind erst zwei Leute tot. Wir haben noch genug Ziele, wo wir Damage machen können. Keine Angst. Das war noch nicht unsere Runde. Keine Angst, keine Angst. Guckst du? Guckst du? Guckst du? Ja, schon eingeschlafen, ne? Da kam sie, die Zitadelle. Ich war nicht überrascht. Ich wusste, dass das klappt. Guckst du? Guckst du? Guckst du? Mach mal gemütlich wieder ran. Moin, Zetoros. Huhu. Luckshot. Skillshot. Huvi nochmal, hab nicht gesehen. Toys liken. Guckst du? Nee. Heute mal nicht. Spiel Bismarck, muss mich konzentrieren. Weißt du, wenn ich U-Boote spiele und CV den ganzen Abend, da hau ich mir die Mehlpackung hier durch die Schnauze. Kein Problem. Da ist ja eh alles scheißegal, was man macht. Aber nicht, wenn ich Bismarck fahre. Da fresse ich bloß Sauerkraut, Kartoffeln den ganzen Tag, um mich vorzubereiten und er geht ab. Kann man die Tarnung noch so kaufen? Ostolox, ich habe keine Ahnung. Leute,
Habt ihr die Bismarck? Habt ihr die Tarnung? Oder habt ihr die zur Auswahl, dass ihr die kaufen könnt für Dublon? Das ist die Frage. Kommt irgendwann mal wieder ein Best-of auf YouTube? Ja, ist geplant. Ist geplant, ist geplant. Schön Clips bitte sammeln. Allein heute der Stream gibt, glaube ich, die einen oder anderen Clip schon her. Bitte schön immer klippen, die Clips auch betiteln. Deniere wollte das nicht weitermachen, das Projekt. Ich werde das aber weitermachen. Muss mir da bloß mal ein bisschen Zeit frei schaufeln, um das zu machen. Jetzt Patchwoche ist immer schwierig. Aber Best-of-Twitch-Clips werden auf jeden Fall wieder kommen. Daher, alles, was ihr lustig findet, ruhig bitte klippen. Aber unbedingt dann den Titel. Also auch den Clip betiteln, so rum. Den Titel betiteln. Titel, Titel. Hallo, was hier, Yang? Ich bin hier der DD-Killer schlechthin. Nice. Cool. Und schon haben wir diesen ollen Malus, den wir hatten, dass wir unsere beiden DDs sich halt instant weggeschmissen haben, kompensiert. Deine tiefen Torps, sie können mich mal. Das wusste ich, dass die kommen. Hallöchen, Moskwa. Den treffen wir nicht. Almirente Grau, oder was fährt da rum? Bom, bom. Ist wie kaputt. Herbert, das war taktisch sinnvoll gerade. Ich wusste genau, dass in der Mitte die Moskwa oder irgendwer noch in der Mitte rumhängt. Ich bin gerade Rückwärtsbus vorgefahren, damit hier safe for Torps ich bin. Geiles Yoda-Deutsch. Sekundäre nutzen kann, Hauptbatterie nutzen kann und eventuell, falls zu viel wird, gleich wieder Gas zu geben. Das war tatsächlich beabsichtigt. Man muss nicht immer vorwärts unbedingt überall reinputschen wie so ein Bekloppter. Manchmal kann man auch rückwärts fahren. Auch mit einer Bismarck. Tschüss, Moskwa. Alter, Bismarck, du Monster. Kann mal einer die Bismarck bremsen? Ist ja übel. Ihr jammert alle mal rum. Ich treff nix. Doofes Schiff, andere sind viel besser. Pah! Nix geht, ich gegen die Bismarck hier. Beste Schiff. Au. Mach den Aimbot aus. Nö, läuft gerade so schön. Danach denn. Danach. Spiel Slava und treff wieder nix. Was? Keine Zita? Was los? Bismarck schwächelt. Die Deutschen rennen nicht weg. Sie ziehen sich taktisch zurück. Korrekt. Erst werden die ganzen Alten verheizt vorne, dann werden die Kinder an der Front geschickt. Wir Deutschen, wir hatten es richtig drauf. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ah, ein bisschen weit vorne, war. War der so schnell? Oh, 3-8 ist okay. Nur 2-3 geht auch. Du hast vom Meere gehört? Nicht, leider gar nicht. Mach mir auch langsam ein bisschen Sorgen. Ich krieg ihn leider auch nicht erreicht. Kein Plan, was beim Meere da schon wieder los ist. Aber das kann so vieles sein, daher bleiben wir erstmal entspannt. Hallöchen. Naja, so wird das nichts. Ja gut, so langsam hätte ich vielleicht mal drehen können, ich gebe es ja zu. Aber es funktioniert gerade so schön. Mein B-Cap, den ich geholt habe, das bleibt meiner, ja? Ich save hier bloß, ich save hier bloß. Ah, Magi. Haben wir noch einen Kill bekommen, Kremlin auch down. Nee, Quatsch, Kremlin lebt sogar noch. Mir gleich mit, weil fährt der noch? Lohnt sich das? Lohnt sich. Gut, Fokus Kremlin. Ach, fuck off, Alter. Das ist so ein typischer Bismarck-Moment. Das ist so ein deutscher Schlachtschiff-Moment, aber so richtig. 30 fucking Leben. Und jetzt schieße ich da hin. Bevor die Granate da ankommt, wird die Sekundäre von der Richelieu den töten. Oder die Runde ist zu Ende. Alter. Mittelfinger in Kratos Face. Naja, 68.000. Ich meine, waren jetzt 8er und T10. 2.000 Eier Grund IP. Yes! Ein Tierjunge! Alter, Bismarck Main! Was ist hier los? Türbitz lief schon so gut. Geil! 12 Minuten 20. 2.100 Grund IP erspielt. Masso 6.000 gedrückt. Sekundäre mit 6 Treffern 2.6. Damit hat er nicht gerechnet. Also hier nicht mit der Hauptbatterie. Mann! Auch hier meine geile Salve auf die Kremlin am Anfang, wo ich 20.000 gefressen habe und selber nichts gemacht habe. Schick. Nett. Nett, nett. 3 Zitas. Beste Schiff. Ich sag's euch. Ich würde jetzt behaupten, ich hatte in den 3 Runden ein bisschen Glück. Ein bisschen ist noch nett ausgedrückt mit der Hauptbatterie. Da waren teilweise geile Treffer mit bei, habe ich nicht mit gerechnet. Die Gegner haben mich teilweise auch ignoriert, war schön.
Sekundäre, ich wollte es erzwingen, sie irgendwie zu nutzen, hat nicht geklappt. Der Mischmasch hat aber irgendwie funktioniert. Wenn ihr sie so spielt wie ich gerade und ein bisschen Glück habt in den Runden, funktioniert es. Habt ihr aber mal Runden, wo die Gegner wirklich sich verkämpfen, hinten bleiben, spitz euch bloß die ganze Zeit angucken, ihr versucht irgendwo an der Front irgendwo was zu machen. Ihr seht da kein Land, sind wir ehrlich. Ne? Es gibt deutlich bessere Schiffe, die deutlich genauer sind auf T8. Die Bismarck ist nicht ganz oben dabei, sie ist irgendwo im Mittelfeld bis unten, muss man leider so sagen. Die fehlen halt die Besonderheiten. Torpedos, die Hydro ist natürlich nett, aber das war's auch schon. Was man immer nicht vergessen darf, man trifft oft nicht, meist geht was daneben. Aber wir haben immer eine ganz nette Nachladezeit, 26 Sekunden. Im Schnitt T8 liegt immer so bei 30 Sekunden. Es wäre mir aber lieber, ehrlich gesagt, die Bismarck, wenn die so 24, 23 hätte. Da würde die, glaube ich, deutlich besser funktionieren. Nun ja. Meine Freunde, das war unser Ausflug mit der Bismarck. Hat viel zu gut funktioniert. Ihr denkt jetzt, das ist das Mörderschiff schlechthin. Und was soll ich euch sagen? Ist ja auch deutsches Schiff. Einfach nur geil. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bewertet nicht vergessen, fleißig kommentieren.